Hi Leute und danke, dass ihr eingeschaltet habt, heute zu meinem ersten Deckbau-Video bei Abaddons Welt. Ich hatte ja in den vorherigen Videos, wo ich euch meine Tipps gegeben habe zum Deckbau, schon angekündigt, dass es irgendwann soweit ist, dass ich dann auch mal ein Deckbau-Video hochladen werde. Und endlich hatte ich jetzt mal eine gute Idee, die ich gerne umsetzen wollte. Und die möchte ich also mit euch zusammen jetzt mal bauen, das Deck, die Idee umsetzen. Es ist ein monoblaues Deck mit Top-Down und der Commander dazu ist Sai oder Sai, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Ich weiß es nicht genau, bei so Fantasienamen kann man ja das, glaube ich, auch so ein bisschen auslegen, wie man möchte mit der Aussprache. Und genau, jetzt geht es auch schon gleich los. Ja, ihr werdet dann sehen beim Deckbau, ich habe halt dadurch, dass ich schon ziemlich lange spiele, ziemlich viele teure Karten schon in meiner Sammlung, die ich dann auch ins Deck einbauen werde. Wenn ihr die Karten entsprechend noch nicht habt, macht euch nichts draus. Ihr könnt das Deck natürlich trotzdem nachbauen und ihr werdet sehen, mit dieser Suchfunktion, entweder bei Scryfall oder bei Deckstats, könnt ihr dann auch Karten finden, die einen ähnlichen Effekt haben wie diese teuren Karten, die ich benutze, aber halt einfach im Einkauf günstiger sind, weil sie vielleicht nicht ganz so gut sind, also mehr Mana-Kosten zum Ausspielen oder ja, nur einen eingeschränkten Effekt haben, vielleicht getappt ins Spiel kommen oder solche Sachen. Los geht's mit dem Deckbau von Sai Top-Down Monoblaues Artefakt-Deck. Ich lege jetzt mal los. Ich mache das so, wenn ich Decks baue, dann sortiere ich mir die Karten hier in Rubriken. In Sektionen. Ich habe jetzt hier die erste Sektion, ist halt klassisch natürlich der Commander. Dann geht es weiter. Neue Sektion sind die Pump-Effekte. So, hier geht's los. Ich habe jetzt hier in der Suche schon mal eingegeben, Kreaturen kriegen Plus. Und dadurch findet man eigentlich schon, wenn man jetzt mal hier guckt, ja, Spirits, gut, brauchen wir natürlich nicht. Glücklicherweise habe ich die meisten Karten, die ich einbauen will, schon im Kopf. Deswegen ist es für mich leichter, danach zu suchen. Und ich muss nicht irgendwie alle Karten mir erstmal hier angucken und lesen, sondern weiß, okay, was machen die Karten? Und dann ziehe ich sie mir hin. So, dann geht's weiter. Hier, Grand Architect. Sehr gut. Das brauchen wir alles nicht. Master of Ethereum, sehr gute Karte. So. Und ich glaube, das war's auch schon, was die blauen Karten angeht. Jetzt nehme ich mir hier den Filter raus, stelle auf farblos um. Und jetzt werden mir hier die farblosen Lords, sage ich mal, angezeigt. So, und weiter geht's. Was brauchen wir noch? Kechzan, ja. Aber das Problem ist hierbei, die Top-Down-Token von Sai sind leider farblos und nicht blau. Allerdings könnte man sie trotzdem spielen, weil wir auch ein paar Effekte haben werden, um blaue Top-Down zu erzeugen. So, Dwarf Destinies, weiß ich nicht. Ich nehme sie erstmal mit rein, weil ich caste ja die Top-Down-Tokens nicht. Die werden ja erzeugt. Und die Door kriegt dann nur die Marken rauf, wenn man die Sprüche castet. Und so viele Top, da werde ich eigentlich nicht im Deck haben. Aber mal gucken. Hier diese Karte. Top auf jeden Fall spielen, weil wir werden so viele Tokens haben, dass es kein Problem ist, im Upkeep einen zu opfern. So, was haben wir hier noch? Das brauchen wir alles nicht. Heraldic Banner, hier ist wieder dasselbe mit der Farbe. Weiß ich nicht so genau, ist mir glaube ich zu schlecht. Ja, Icon of Ancestry an sich auch ganz cool, nur auch hier wieder der Effekt mit dem Tappen und die obersten Karten angucken wird nicht so viel bringen, weil wir halt nicht so viele Top da im Deck haben werden, aber trotzdem der Plus-Effekt, denke mal, der alleine lohnt sich schon dafür. So, hier Obelisk auf. Wie würdet ihr es aussprechen? Obelisk of Earth, sage ich jetzt dazu. Was brauchen wir noch? Okay. So, da gab es doch noch
Wie heißt denn dieses Teil? Dieses neue Ding, farblose. Farblose Kreaturen kriegen Plus und farblose Länder erzeugen noch ein Mana mehr. Irgendwas mit Monument. Warte mal. Monument. Hier, Forsaken Monument. Ah ja, okay. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Wunderbar, was ist das denn? Ach Gott, okay. So, aber Kefnets Monument könnten wir spielen. Ach, Gottes Willen, das bringt ja gar nichts. Was macht das hier? Ah, looten. Ah ja, okay. So, alles klar. So, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal wunderbar 11 Pump-Effekte. Finde ich ganz nice, muss ich sagen. Und die meisten davon sind auch noch Artefakte. Das heißt, wenn wir sie spielen, dann kriegen wir, wenn Sei im Spiel ist, auch noch gleichzeitig neue Top-Dart-Tokens dazu. Also wunderbar, so wie wir uns das wünschen. So, dann geht's weiter mit dem Ramp. Alles klar. Früher war es einfacher, weil man da tippen konnte, Add Mana. Jetzt kann man das nicht mehr, weil das nicht mehr mit Mana ausgeschrieben wird auf den Karten, sondern nur noch ja, diese schönen farblosen Symbole da sind. Und wenn man jetzt Mana eintippt, dann kommen nur noch solche Karten. Aber die suchen wir ja gar nicht. Genau, also, was nehmen wir hier? Okay, los geht's. Arcane Signet, sehr gut. Aschnutz Altar kann man eigentlich auch spielen. In dem Deck. Basaltmonolith. Lasse ich jetzt mal gezielt raus, weil ich einfach vermeiden will, durch Zufall irgendwie so eine Infinite-Combo zu erhalten. Was ist das für ein Crap? Laterne brauchen wir auch nicht, weil wir nur einfarbig spielen. So, und Chromox auf jeden Fall. Und hier, ich sag's nochmal, wenn ihr natürlich diese teuren Karten nicht habt, macht euch keine Sorgen, ihr braucht sie natürlich nicht zu spielen. Ja, ihr könnt euch natürlich dann auch andere Sachen raussuchen, die ihr spielen möchtet. Das ist also nur jetzt, weil ich die Karten habe und einbaue, müsst ihr natürlich nicht auch dann euch irgendwie so ein teures Deck nachbauen, sondern könnt, wenn ihr es nicht habt, könnt ihr natürlich auch günstigere Sachen spielen. Chalice. Ja, 0 Mana Artefakt ist ein Token für Sai, ist gut, kann man spielen. Hallo, nächste Seite. Iron Works, ja, sollte auch gut gehen. Da muss ich nur aufpassen, dass wir da nicht wieder in irgendeine Infinite Combo reinkommen. LED habe ich leider meine damals verkauft, ärgere ich mich ein bisschen. Eine Petal ist ein Token, Mana Crypt. Mana Vault, sehr gut. Metalworker. Mindstone ist immer top, weil man den dann auch wegcyceln kann. Mox Amber, Mox Opal, Mox Diamond ist im anderen Deck. Da habe ich nur einen, deswegen kann ich den leider nicht spielen. Okay, so 14 mal Ramp. Mal gucken, was hier noch so kommt. Nix Lotus. An sich finde ich das eigentlich eine coole Karte. Das Einzige, was mich an dem Ding stört, ist, dass es getappt ins Spiel kommt. Das ist so ärgerlich. Ich wünschte mir, das würde ungetappt kommen. Dann könnte man damit richtig coole Sachen mitmachen. Nykthos könnten wir vielleicht spielen. Ich kann ja schon mal hier Länder machen. Wunderbar. Nykthos ist eigentlich ein ganz nettes Land. So, was haben wir hier noch? Bam, bam, bam.
Ja, Phyrexian Altar ist halt ähnlich wie die Iron Works und der Aschnotz Altar. Hier besteht immer die Gefahr, dass man, auch wenn es unbeabsichtigt ist, irgendwie eine Infinite Combo dann doch erzeugen kann. Deswegen bin ich bei solchen Karten immer ein bisschen vorsichtig. Was haben wir hier noch alles so? Welche Länder? Reliquienturm, den können wir auf jeden Fall noch einbauen. So, mal gucken, was wir hier noch so alles finden. Sisseis Ring. Das Artwork ist ja ganz cool. Aber 4 Mana tappe ich dann das Artefakt lieber für 3 mit einem Trandynamo. Oder habe die Möglichkeit, es dann noch wegzuopfern, wenn ich es nicht mehr brauche. Also von daher werde ich es nicht spielen. Hier Trandynamo meinte ich natürlich. Und ein Sword Vessel ist eigentlich auch immer ganz gut. Gerade in Blau kann es ja schon mal vorkommen, dass man viele Handkarten hat. Ah, hier war ein Throne of the High City. Den können wir noch mit reinpacken. Ihr müsst aufpassen. Natürlich. In einem einfarbigen Deck kann man natürlich schon recht viele farblose Länder spielen. Aber ihr müsst also trotzdem aufpassen, dass es nicht zu viele werden. Ja, hier die Ursa-Länder. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die einbauen soll. Das, Ich glaube, da spiele ich lieber normale Inseln. So, was haben wir denn hier noch so alles? Ein Wasteland können wir auf jeden Fall spielen. One Power Stone, ja, wieder so ein Ding. Wieso kommt es getappt ins Spiel? Ja, das ist doch total scheiße. Aber natürlich, so gesehen, ist es wie ein zweiter Soul Ring, der halt Turn 3 ausgespielt wird und dann ab Turn 4 irgendwie was macht. Wenn ihr ihn habt und wenn ihr keine, also wenn ihr nicht genügend Ramp habt, dann könnt ihr ihn natürlich spielen. Hallo, nächste Seite bitte. Achso, wir sind schon auf der letzten Seite. Okay, na gut, dann auf jeden Fall brauchen wir noch einen Soul Ring. Wieso wurde der nicht angezeigt? Würdet Mana Kosten mal sortieren hier. So, so, Draw Cards brauchen wir auf jeden Fall. Und hier müsst ihr auch immer gucken, dass ihr genug Card Draw im Deck habt. So, gucken wir doch mal, was wir hier so alles spielen könnten bei den farblosen Artefakten. Das Archiv ist an sich eigentlich ganz cool. Das Problem ist, ich finde es einfach zu langsam mit 5 Mana. Oh, und dann muss man halt auch noch irgendwie aktiv Karten ziehen. Ich weiß nicht. Also ich persönlich mag es nicht so gerne. Gerade jetzt in einem Deck, wo ich eher versuchen will, irgendwie schnell zu spielen. So, das Archiv können wir auf jeden Fall noch spielen. Das ist ganz cool. Das können wir nämlich später dann auch, wenn wir genug Mana haben, können wir es dann auch in Karten umwandeln. Ja gut, könnte natürlich darüber arbeiten. Top. Das ist so eine Karte. Boah, inzwischen hasse ich sie einfach nur noch. So, dann machen wir mal hier erstmal Card Draw und Card. Ups. Wunderbar. Okay, also ein Skyclamp auf jeden Fall. Beste Karte in einem Token-Deck. ja, also gerade wenn die Tokens noch 1-1 sind, dann könnt ihr halt massig Karten damit ziehen.
Und wenn die irgendwann zu groß und gepumpt sind, die Token, dafür ist es halt ganz gut, mal irgendwie Zec-Outlets zu haben. Und gerade der Aschnotz-Altar, ja, wenn ihr es ausgerüstet habt, dann opfert ihr es, zieht zwei Karten und kriegt noch zwei Mana dafür, könnt gleich das nächste ausrüsten. Also ich glaube, da können schon ein paar eklige Sachen passieren. So, Draw Cards, dann switchen wir mal, machen wir mal blau mit dazu. Okay. So. Haben wir denn hier alles Schönes? Mirrodin Besieged, das können wir auf jeden Fall spielen. Weil das ist praktisch, da wir dann je nachdem, was wir haben, die Wahl haben, was wir haben möchten. Gut, mit dem Phyrexian sehe ich gerade, dass dann ein Spieler das Spiel verliert. Bisschen unfair, aber wahrscheinlich werde ich ihm meistens den Token-Modus nehmen. Also von daher, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Tesseract finde ich auch ein super, super Vieh. Die Nuller-Fähigkeit, ja, einfach zwei Karten zu ziehen jedes Mal und hier auch wieder die Top dazu machen. Klasse Teil. So, Thoughtcast, wunderbar. Okay. Draw Cards, warte mal, Historic, gab es da noch was? Nein. Ich habe hier so eine bestimmte Karte im Sinn, die ich gerne haben möchte. Ach so, ja, Bident of Tassa, upsie, die ist natürlich auch ziemlich nice. Die fliegenden Kreaturen werden ja so gut wie immer durchkommen. So, Hullbreacher, ja, das neue Vieh. Eigentlich ein ganz cooles Ding, aber passt jetzt in das Deck nicht gut rein. Padim, auf jeden Fall ein Top-Kandidat. Riddlesmith. Ja, Looten mag ich nicht so gern. Ich will lieber die Karten direkt ziehen. Spy Network. Ist okay. Macht Top-Da-Tokens. Hier den Archmage, den meinte ich. Klasse Karte. Und cool, dass er endlich mal reprintet wurde, weil der war echt teuer im Laufe der Zeit geworden. So, Draw Cards. Ich suche noch eine Karte. Wieso wird mir die hier nicht angezeigt? Sag mal, das kann doch nicht sein. Nee, Antiquities War ist es nicht. Obwohl, oha, die letzte, der letzte Step ist ja ziemlich heftig. Huiuiui. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir machen mal Utility-Kram jetzt hier. Utility. Ups. Utility. Nicht? Nein. Utility jetzt. Ups, sorry, ja. Es ist schon spät. okay, dann packen wir mal das hier rein. Wunderbar, wie viele Karten haben wir? 47. Geht noch ein bisschen was. Okay. Was ich auf jeden Fall noch reinpacken will, ist hier Küstenpiraterie. Wie heißt das auf Englisch? Coast. Nein, halt. Peinlich. Coastal. Coastal. Da. Mein Gott. Ist das peinlich? So, okay. Das ist ja ein bisschen mau, ne?
Jetzt gucken wir doch noch mal. Hier haben wir doch bestimmt irgendwas übersehen. Was ist das? Ach so. Ja, eine Karte pro Runde ist ja ein bisschen lame. Die Orrery, ja, ich weiß nicht. Die bringt halt in einem einfarbigen Deck ja, eine Karte für 5, für 12 Mana eine Karte zu ziehen. Ist ein bisschen lächerlich. Da, 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 da. Diese Mask. Die habe ich auch und ich habe die nie gespielt. Vielleicht packe ich die mal rein. Vielleicht bringt das was. Ah ja, Endless Atlas. Wunderbar. Geiles Ding in einem einfarbigen Deck. Super Teil. Okay. Nee, das bringt nichts. Bringt nichts. Warte. Okay. Draw Card, das bringt auch nichts. Put Card into Hand. Was machen wir denn hier? Okay, hier ist so ein bisschen was los. Expedition Map. Ach so. Ja, gut. Jetzt sucht er natürlich auch die Karten, also die Tutoren. Die beiden Khans. Der eine sucht doch auch aus dem Exil. Welcher waren das? Face-up Artifact Card, die ohne Exile. Das ist doch nette Utility. Das kann man doch mal hier reinpacken. So, was haben wir denn hier noch? Da. Ne. Ah ja, das ist Ramp. Das ist gut. So. Scrapcrawler. Ja, und hier zum Beispiel ist jetzt eine Möglichkeit, wahrscheinlich auf irgendeine Infinite-Combo mit einem Scrapcrawler und einem Zec-Outlet und irgendwie. Also den lassen wir mal lieber raus, weil das möchte ich nicht machen. Ugin ist eigentlich auch ziemlich nice, den können wir auch mal hier mit reinpacken. So, weil der macht alles nochmal um 2 günstiger und macht Kartenvorteil und ist noch ein gutes Removal. Also alles, was wir wollen. Timeless Journal. Ja, Clues. Da ist es jetzt nicht so drauf angelegt, das Deck eigentlich. Brauchen wir nicht unbedingt. Okay. So, dann wollte ich noch Klone spielen. Und zwar Sakashima. Natürlich nicht farblos, sondern blau. Das einmal die neue. Ziemlich cool, weil ich dadurch noch einen Sai-Klon machen kann. Und mit der alten kann ich auch einen Sai-Token erstellen, Klon machen. Theoretisch also 3 Stück und dann pro Artefakt, das man castet, 3 Top-Tokens zu kriegen. Ja, finde ich schon ziemlich nice. So, und dann gucken wir mal, hier gab es noch. Top der Token. Was es hier noch gibt. Also, genau. Efficient Construction. Das will ich auf jeden Fall noch einbauen. So. Token. Alles klar. Und genau dieses Ding. So, und dann brauchen wir noch ein paar Tutoren. Search Library. So, also, was wollten wir denn hier haben? Wir brauchen Artefakt-Tutoren. Artefakt-Tutoren. So, der sucht uns ein Non-Creature-Artifact-Card. Das ist geil, weil ich kann einen Token wegopfern und dafür ein anderes gutes Artefakt direkt ins Spiel holen. Das ist sehr nice.
Dann machen wir mal noch mal eine neue Sektion für Tutoren. Okay, achso, und ich mache mal hier noch farblos dazu. Achso, nicht sind genau, sondern enthalten eins oder mehr. So, okay. Also Tutoren hatten wir jetzt hier Arcum Daxon. Dann Bravery. Ja, habe ich früher mal gespielt, finde ich nicht mehr so gut. Irgendwie haben die Sachen nachgelassen, die meine Kumpels so in ihren Decks drin haben. Deswegen lassen wir es mal weg. Der Hirsch, ja, den können wir eigentlich beim Ramp nochmal mit reinpacken. So. Weiter geht's. Wo sind denn jetzt meine ganzen Tutoren? Hallöchen. Hier in Fabricate. Das ist genau das, was ich suche. So, mal gucken. Weiter geht's. Wieso habe ich. Ach so, weil der. Ja, weil der Blau mit in seiner Color Identity hat. Lustig. Intuition. Ja, ich ärgere mich so, ich habe meine Intuition mal irgendwann weggetauscht und jetzt ist sie so teuer geworden, ey. Dumm einfach nur von mir gewesen. Naja. Achso, ne, okay, das brauchen wir nicht. Transmute ist eigentlich auch ein guter Tutor. Ich überlege nur für 2 Mana was rauszusuchen. Bringt, glaube ich, nicht so viel. Teachings, ne. Mystical Tutor wüsste ich jetzt auch nicht. Höchstens für ein Cyclonic Rift. Ah ja. Prismatic Vista können wir eigentlich spielen. Bisschen mischen zwischendurch ist nie verkehrt hier. Weiter geht's mit den Artefakt-Tutoren. Reshape auf jeden Fall. Super Ding. Ring of Three Wishes finde ich eigentlich ganz lustig, aber es kostet halt 10 Mana. Das ist halt viel zu teuer. Also, wenn das 5 Mana zum Ausspielen ist ja okay, aber dann sollte doch das Aktivieren nicht auch nochmal 5 Mana kosten. Ey, das ist doch unbezahlbar. Also, ich habe das mal eine Zeit lang gespielt, irgendwie am Anfang, als ich halt auch meine Sammlung noch nicht so groß hatte und man halt dann ja irgendwie halt Tutoren trotzdem ja braucht und dann nimmt man halt, was man kriegen kann. Aber also für 10 Mana, ey, das ist echt brutal. Also da gibt es schon bessere und günstigere Sachen. So. Ah ja, Tezzeret, auf jeden Fall, sehr gut. Tezzerets mag ich gerne. Tolaria West hier wieder so ein schöner ja, Transmute-Tutor, aber ich habe, glaube ich, keine Länder, die ich irgendwie so dringend brauche in dem Deck, dass es sich lohnen würde. Ja, Transmute-Artifacts, ich habe es mir gekauft kurz vorm Spike, also spiele ich es jetzt auch, aber wenn ihr sie nicht habt, macht euch, also reißt euch keinen Arm aus, ärgert euch jetzt nicht. Alles, was ich jetzt hier baue, baue ich in dem Wissen mit Karten, die ich habe. Und wenn ihr Karten nicht habt, dann ist natürlich klar, dann könnt ihr es nicht nachbauen. Aber ihr seht ja, wenn ihr hier entsprechend filtert, ja, wenn ihr also diese Suchfunktion bedienen könnt, es wird am Anfang vielleicht ein bisschen dauern, aber irgendwann habt ihr da den Bogen raus und dann
könnt ihr auch entsprechend euch andere Karten suchen, um ja halt diese Effekte nachzuahmen oder zu ersetzen. Also von daher, so jetzt wollte ich noch mal gucken, hiermit kostet weniger. Cost less to cast. Da gibt es nämlich auch ein bisschen was. Warte mal. Enthält nichts. Ja, doch, okay. Wie viele Treffer haben wir denn hier? Ah ja, das geht ja noch. Okay, dann gucken wir mal kurz hier, dass wir noch vielleicht was finden, womit Artefaktsprüche günstiger werden. Nee, bei hier, nein. Cloud Key, hier könnten wir, den habe ich auch irgendwo rumfliegen, könnten wir noch ein Artefakt benennen und dann kosten alle Artefaktsprüche eins weniger. Ist eigentlich ganz lustig, können wir mal reinnehmen. Wir sind jetzt eh schon hier. Ihr seht ja 68 Karten, also wir müssen dann eh ein bisschen was cutten, wenn es dann soweit ist, damit wir genug Länder spielen können. Ach, Scheißteil. Ach so, Medaillons. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Hier in Skulptor ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Und der Inspektor ist auch ein gutes Ding. Eye of Ugin. Eldrazi-Sprüche. Ja, Eldrazis haben wir, glaube ich, keine im Deck. Helm of Awakening. Ach so, alle Sprüche. Nee, danke. Familiar. Ja, gut. Können wir erstmal mit reinnehmen. Mal gucken, ob wir es dann auch wirklich einbauen. Mana Matrix. Ah. Mykosend Golem. Und das Lettes gab es auch noch. Artefaktkreaturen, Sprüche. Nee, achso, das Letztes macht ja, dass alles farblos und Artefakte ist. Aber nur die Sachen, die im Spiel sind, na, das wird nichts bringen. Pearl Medaillon ist das Weiße, Ruby ist Rot. Hier. Blaue Sprüche kosten eins weniger. Ob sich das lohnt? Ich glaube, wir haben nicht genug blaue Sprüche. Naja, ein paar. Wir nehmen es erstmal mit auf, weil für zwei Mana ist es halt auch wieder ein Token. So, was haben wir denn hier noch? The Festival. Immortal Sun. Ja, aber damit schalte ich auch meine eigenen Planeswalker aus. Das will ich eigentlich nicht. Ah ja, der Skydiver. Sehr cool. Den wollte ich schon immer mal spielen. Einfach mit Kicker auf 1 einen Sol Ring geklaut. Stelle ich mir ganz cool vor. Treasure Keeper. Achso. Nee. Gut, das wird fliegende eins weniger machen, wird nichts bringen. Okay, ja, das sieht doch schon mal alles ganz gut aus so. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall schon ordentlich was cutten. Alles klar, aber an sich sieht es doch schon mal ganz gut aus, das Deck. So, Länder 5. Also ich werde auf jeden Fall, ich habe es ja schon mal in einem Video erwähnt, glaube ich, dass ich bei den Decks, die ich baue, versuche immer grundsätzlich 36 Länder zu spielen. Und in einem einfarbigen Deck kann man sich natürlich erlauben, mehr farblose Sachen zu spielen. Allerdings sollten es auch nicht zu viele werden. Weil wenn man dann doch mal irgendwie einen farbigen Spruch auf der Hand hat, dann will man ihn natürlich auch casten können. Und gerade hier viele Sachen mit doppelt blau, ja, die brauchen wir einfach das blaue Mana für. Deswegen können wir es uns nicht erlauben. So, ich hatte noch ein paar Karten im Kopf, die ich gerne noch spielen wollte und die ich jetzt mal suchen werde. Also, das erste war noch ein Spell Skite. Der kommt auf jeden Fall noch mit dazu. Dann hatte ich noch im Sinn eine Lithing Needle. Die ist auch immer ganz praktisch. Dann ein
Reliquie von Progenitus. Und was gibt es noch für Greyfates? Exile Cards, Graveyard. Mal gucken, was er mir hier so zeigt. Na klar, ein paar Wheels könnten wir auch noch spielen. Das ist eine richtig gute Idee. Super, dass ich es gesehen habe. Wheels auf jeden Fall. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir mit dem ganzen Ramp so schnell unsere Hand runterspielen, dass wir mit den Wheels es schaffen können, vielleicht irgendwie so einen krassen Vorsprung zu erzeugen. Ja, diese Assist-Sachen finde ich eigentlich ganz lustig, aber da macht nie jemand mit. Ich habe das mal eingebaut, aber wollten die irgendwie alle nicht und deswegen habe ich es dann einmal versucht und danach auch nicht wieder. Naja, bitte. Wer nicht will, der hat schon, ne? So, Summonings. Ja, das ist eigentlich eine ziemlich starke Karte, aber ich spiele so wenig Instant und Sorceries. Oh ja, wir müssen auch gleich noch ein bisschen Removal einbauen. Denkt mal mit dran. So reicht vielleicht sogar schon eins. Naja, eine Crypt können wir vielleicht noch mit einbauen. Utilities hier. So, Time Spirale habe ich leider nicht, aber ein Time Reversal habe ich noch. Und ein Windfall habe ich auch. Den können wir auch noch mit einbauen. Wunderbar. So. Okay. Das sieht auch ganz gut aus. Und dann brauchen wir jetzt noch Removal. Destroy. Mal gucken, was wir hier so finden. Was wir hier so finden. Gibt's nicht so viel, glaube ich, in Blau und farblos. Hier die ganzen unzerstörbaren Sachen. Dieses Ding finde ich so lustig. Ist einfach 0 Mana, macht nichts, außer dass es unzerstörbar ist. So. Dust Bowl, um Länder zu zerstören. Ich weiß ja nicht. Ganz schön ekliges Ding. Explosives bringt in einem einfarbigen Deck wenig, wenn man höchstens einen Counter drauflegen kann. So. Ghost Quarter, das ist noch ein ganz gutes Teil, um Utility-Länder loszuwerden. Das packen wir auf jeden Fall mit rein. So, was haben wir denn hier? Irgendwas noch zum Zerstören? Eine Lux Cannon, ja, die ist eigentlich ganz nice, aber die ist so langsam. 4 Runden? Ne. Meteor Golem, ja, den könnten wir mal reinpacken. Neue Sektion. Removal. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall noch No Stone, ich weiß nicht. Nee, das ist mir nichts. Ich will ja mein Zeug nicht so kaputt machen. Ratchet Bomb, ja, die ist eigentlich. Ist auch so langsam. Mann, ey. Ein Spine, ja. Oh, nee, und hier ist wieder das Problem mit dem Spine. Wenn man ein Artefakt-Outlet hat, wie zum Beispiel die Ironworks. Ne, die habt ihr ja hier auch gesehen, die Ironworks. Dann kann es einfach passieren, wenn man genug Mana hat und der Spine, der bounce sich ja immer wieder zurück auf die Hand. Und ja, da kommt man schnell in so einen leichten Lock, weil man dann halt auch, wenn man ein bisschen gemeiner ist, anfängt natürlich Länder zu zerstören. Ja, ich weiß, es ist arschig,
Manchmal mache ich es leider, muss ich gestehen. Und ich finde aber, dass ich mich da bessern sollte und deswegen baue ich ihn nicht mit ein. So, was ist hier mit dem Ulamog? Ja, den könnte man spielen für Removal, ist mir aber ein bisschen zu teuer. Was ich aber jetzt hier spielen will, ist ein Curse of the Mann, ey. Vertippt. Curse of the Swine. Das ist ein gutes Removal. Ist Exiled nämlich. Dann haben wir noch einen Duplicant, den wir spielen können. Achso, ups. Sorry. Dann können wir noch spielen. All is Dust. Dann bleibt nämlich das meiste von uns auch liegen. Dann können wir noch spielen einen Khan, den Befreiten. Und wie gesagt, macht euch nichts draus, wenn ihr diese teuren Karten nicht habt. Ihr könnt auch andere Sachen spielen. Ja, es gibt auch anderes Exile Removal. Exile Target. Ja, hier gibt es zum Beispiel einen so ein Artefakt irgendwie. Ja, das könnte man zum Beispiel stattdessen spielen. Und dann gibt es noch. Warte mal, wie heißt denn das? Glaube, das kostet auch 7 Mana. Hier, ach so, nee, das ist kein Spur, das ist nur ein Spur, ist nur ein einmaliger Extra. Ja, also sowas, ihr habt die Möglichkeiten, ja, wenn ihr die teuren, also die monetar teuren Karten nicht habt, dann es gibt halt immer irgendwie Alternativen. Also deswegen benutzt diese Suchfunktion und dann findet ihr auch die Sachen, die ihr braucht. Ja, ihr braucht vielleicht mal länger als ich, weil ihr euch alle Karten angucken müsst oder so. Aber ja, wenn man Zeit hat und beim Deckbau sollte man sich Zeit lassen, dann ist das kein Problem. Ich packe den jetzt mal hier mit rein. Ich habe das Ding noch nie gespielt. Aber an sich, wenn es auf dem Feld liegt, kann man damit wahrscheinlich dem Gegner auch verlangsamen, weil der dann sich zweimal überlegt, ob er seine Karte ausspielt. Oh, eigentlich ganz lustig. So, dann gibt es noch dieses eine blaue Ding, das nennt sich Cyclonic Rift. Das die meisten Spieler auch einfach nur abgrundtief hassen. Und dann gibt es noch einen Etherize. So, und dann gibt es noch. Ah, wie heißt denn das nochmal? Destroy. Create. Token. Nee, warte mal. Das war doch. Im Blau gab es doch. Mann. Oder war es Exile? Ich glaube, es hat auch nur einen Mana gekostet. Nee, das meine ich nicht. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Merkwürdig. Oder gab es das doch? Warte mal. Jetzt bin ich aber gerade Destroy
Create Token. Jetzt muss ich mir mal den Wortlaut angucken von Beast Within. Sag mal. Ach so. Ha. Oh Mann. Ich bin der Trolle. Also, Destroy und Create Token. Und da fehlt ein O. So. Also, und dann brauchen wir natürlich nur blau. Oh Mann, sorry Leute. Und hier gibt es nichts. Ha. CMC 1. Okay. Ne, jetzt haben wir. Das ist doch Exile. Da. Heißt es nicht mehr Create? Create. Ach ja, Create oder Create. Oh, Leute, ey. Mein Gott. Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt. Gibt es sogar zweimal hier. Junge, Junge, Junge. Das kann ja nicht wahr sein. Ach, Mann. Gottes Willen. Gottes Willen. Okay. Was ist das? So, okay. Also dann würde ich sagen, halt, das ist mein Commander. Den, wie flagge ich den nochmal? Flag, ah ja, okay. Super. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich speichere das mal. Okay. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt nämlich hier unsere Liste. Und haben noch 9 Plätze frei. Ja, das ist nicht so praktisch. Und jetzt gehe ich nämlich hier in meine Ansicht, die ich sonst immer benutze. Und werde mal hier, so, das sind 6 Non-Basics, werde mal hier noch ein paar hinzufügen, was ich so brauche, eine Ancient Tomb und eine na, Mann. Mace of Ith. So, dann sind es jetzt 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann würde ich sagen, könnten wir noch mal eine Strip. Ups, sorry. Strip Mine und eine, na, wie heißt dieses Land, was zu einem, zu einer Kreatur wird, die alle Typen hat. Ja, ihr wisst, was ich meine. Mir liegt's auf der Zunge. Ich guck mal hier gerade nach bei Scryfall. Becomes Creature Land. Suchen. Das ist die Muttervolt natürlich. Okay, so, das sind jetzt 10. Dann brauche ich noch 26 Islands. Island natürlich nur. Und dann machen wir mal hier eine Analyse. Okay. Alles klar, so, und dann sehen wir jetzt hier schon unser Deck mit den einzelnen Kategorien. Und wenn wir unten gucken, okay,
Scheiße, 21 Karten zu viel. Ja, das heißt, das geht jetzt ans Cutten. Also, da gucken wir mal, was könnte man hier rausnehmen. Also, ich werde Mirrodin Besieged nicht rausnehmen. Ich werde Thirst of Knowledge rausnehmen. Dann gehen wir hier beim... So, Ironworks lasse ich drin. Das Ding kommt raus, Familiar kommt raus, Metalworker, Foundry Inspector ist ganz gut. Metalworker. Den nehmen wir raus. Simulacrum für 4, ja, ist trotzdem gut. So, das nehmen wir raus. Windfall nehme ich auch raus. Das Spy Network nehme ich auch raus. Das ist einfach viel zu langsam. Reverse Energy. Engineer, ach so, Reverse Engineer, Entschuldigung. Falsch ausgesprochen, das lassen wir mal drin, das ist in Ordnung. Nee, komm, ganz ehrlich. So, für 5 Mana, ja, da nehme ich lieber ein komplettes Wheel. Das ist mir einfach besser. Tormod Script, das ist gut. Spice Guide. Das ist eigentlich auch alles super. Tutoren. So, jetzt ist die Frage, Trophy Mage brauche ich, glaube ich, nicht wirklich. Den Tribute Mage auch nicht. Ich brauche eigentlich nur den Trinket Mage, um mir meine Skyclamp rauszusuchen. So, und dann machen wir doch mal hier eine Analyse. Okay. Der Daxon, ja, der ist schon ziemlich gut. So, 113, noch 13 Karten, die raus müssen. Also... Gut, dann geht's mal hier weiter bei Removal, der Meteor Golem. Auf Wiedersehen. Hier bei denen reicht, glaube ich, auch eins von beiden. Das ist eigentlich egal. So. Ein Klon reicht wahrscheinlich auch aus. Skydiver, ja, ist lustig, aber auch nicht wirklich nötig. Wir wollen ja das Deck darauf trimmen, wirklich effizient zu sein. Ach komm, weg damit. Ist auch für 5 Mana, wenn man so rechnet, für 5 Mana Exile eine Kreatur. Ja, ist nett, aber ist wahrscheinlich auch nur eine Spielerei. Genauso der Duplicant, naja, der ist. Der hat wenigstens noch irgendwie einen Buddy, der dann noch angreifen kann. Naja, mal gucken, wie der sich behaupten wird. So, was haben wir hier noch? Jetzt nochmal gucken. Ich glaube, es waren gerade mal 3 Karten, die ich gerade gecuttet habe. Ich denke, wir müssen noch bei den Ramp-Sachen einiges rausschmeißen. Das ist einfach sonst zu viel. So. Ja, wir müssen Ramp rausschmeißen. Also eine Chalice ist zu langsam. Petal. Ich weiß nicht. Ja, können wir mal drin lassen. Mana Vault ist auch so ein Kombo-Ding. Brauche ich nicht. Mindstone,
Den Wellspring können wir auch rausnehmen. Das Saphir-Medaillon packen wir auch weg. So, okay, das sieht doch schon viel besser aus. Vielleicht können wir auch auf 35 Länder runtergehen. Mit so viel Ramp, das sollte eigentlich klar gehen. So, was haben wir? Ach, noch drei Karten. Na gut, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Drei Karten noch hier zu cutten. Okay. Vielleicht kriege ich es auch jetzt doch nicht hin. Ich habe eine Idee. Ah, doch. Also die Catch Sun werde ich auf jeden Fall noch rausnehmen. Dwarf Destinies. Und so, und was noch? Und den Grand Architect. Da habe ich total übersehen, der macht ja nur blaue Kreaturen stärker. Also Architect, Dor und Sun. Okay, das merken wir uns mal. Also Architect, Dor und die Sun. Und dann habe ich völlig vergessen, beim Pump brauchen wir natürlich noch den Metallic Mimic. Und bei den Tokens den Hunger Backwalker. Der macht uns ja auch Doppelter Tokens. So, das heißt, es sind jetzt 102 Karten, wenn ich mich nicht verzählt habe in dem Deck. Jawohl. Okay, also Leute, wir machen jetzt Folgendes. Ich speichere jetzt erstmal und belasse es für heute dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mir vorschlagt, was ich cutten soll. Schreibt mir bei YouTube in den Kommentaren. Und dann werde ich mal sehen, die besten Vorschläge werde ich dann versuchen umzusetzen. Ihr könnt mir auch gerne noch andere Karten vorschlagen. Was würdet ihr ändern? Was würdet ihr noch einbauen? Was würdet ihr rausschmeißen? Also Leute, das war es jetzt auch erstmal mit dem Deck soweit. Ich bin noch nicht ganz fertig geworden, leider. Die Zeit hat nicht mehr ganz gereicht heute Abend. Das ist schon wirklich ziemlich spät geworden. Aber ich werde euch versprochen dann noch mal ein kurzes Update-Video geben, wenn das Deck fertig ist. Gerne auch mit euren Ideen, die ihr mir dazu schickt. Lasst mir einen Kommentar da bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook, wie auch immer ihr das möchtet. Und wenn ihr gute Ideen habt für das Deck, werde ich gerne versuchen, sie umzusetzen. Mein nächstes Projekt wird dann sein, dass ich das Maelstromwanderer-Deck, welches ich auch schon in der jetzigen Version bei Decksets Online habe, umbauen möchte. Und zwar als Commander für ein Drachentribal-Deck. Da bin ich schon ziemlich gespannt drauf. Es sind ja, wie ihr in der Deckliste gesehen habt, schon ziemlich viele Drachen im Deck. Und ich dachte mir, wieso nicht? Das wäre doch ziemlich cool. Ja, auch hier, es wird wieder kein irgendwie krass competitives High Budget, gut, High Budget schon, aber also kein C-EDH-Deck, sondern einfach ein Casual-EDH-Deck werden. Das Coole daran ist, also denke ich mir zumindest, dass dann halt alle Drachen auch direkt Eile haben mit dem Maelstromwanderer auf dem Feld. Und von daher bin ich schon sehr gespannt. Ich habe mir auch schon ein paar Drachen hier dazu neu bestellt. Ja, hier so ein Skyline-Despoten, Terror of the Peaks oder ein Leyline-Tyrann. Und habe auch noch ein paar Drachen hier hinten in meiner Sammlung. Und dann werde ich mal schauen, was man so Schönes daraus zaubern kann. Also Temo-farbenes Drachendeck, da freue ich mich sehr drauf. Die Basis vom Deck steht ja schon, also wird das Video nächstes Mal dann auch nicht ganz so lang werden, weil ich jetzt dann ja nur umbaue das Deck und nicht komplett neu mir ausdenken muss, sage ich mal. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Like das Video, folgt mir, folgt dem Channel, lasst einen Kommentar gerne da, besucht mich auf Instagram und ich verabschiede mich für heute. Liebe Grüße, euer Avedon.